Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Right, right. Ich bin euer Flinder HD und willkommen zu der ersten Folge Minecraft Cube. Ja, auf meinem Kanal ein neues Projekt. Wie ihr schon seht. Hallo, du da, geh mal weg. Hallo, Mister. Hallo, wollen Sie was von mir? Ey, aua. Nicht vergiften. Geht ja schon wieder perfekt los, ey. So, Leute, auf jeden Fall neues Singleplayer-Projekt. Ja, erstmal alle Sachen aus der Bonustour rausnehmen. Ach ja, Leute, das ist einfach nur cool. Ja, das letzte Projekt war ja Star Striker und sowas alles. Ja, davon habe ich schon oft genug, aber auch schon erzählt. Sind aber die Welten weg. Das ist schade gewesen, aber. Deswegen starte ich jetzt einfach ein neues. Weil ganz ehrlich, und dieses Projekt wird hoffentlich nicht so wie Star Striker enden. Hoffentlich. Star Striker war aber auch ein richtig cooles Projekt. Und ihr habt alle richtig gefeiert. Die Truhe hier bauen wir mal ab. Das sieht ein bisschen hässlich aus, wenn die hier so rumsteht. Lol, was ist das bitte für ein geiler Seed? Da hinten ist direkt ein Tempel. Ja, dann ist direkt ein Wüstentempel und hier ist direkt eine Schmiede, lol. Ah, mein Handy hat nur 15%, ach egal. Wow, ist das schlechter Loot, ey. Voll der schlechte Loot. Ach egal. Nehmen wir mit, wir nehmen es an, wie es ist. Wie es kommt, wie es ist, keine Ahnung, ich kann kein Deutsch. Dann gehen wir direkt mal los in den Tempel. Ja, am besten nicht die ganze Zeit sprinten. Lol, der Tempel sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Nur der ist eben komplett zugeschüttet, voll mit Sand. Mhm. Ich bin übrigens auch dabei. Ja. Sealot. Oder ehrlich gesagt, ja. SEA-LOZ. Ja. Hab einen neuen YouTube-Namen. Ich bin's eigentlich Festige FX, ja. Aber ja. Was? Ach egal. Ich habe halt einen neuen Namen, wie gesagt. Hä, aber wenn ich irgendwo mal einen Eingang? Ach egal, dann komme ich eben von oben. Puh! Wer jetzt jemand? Ja, Sealot ist zwar dabei, aber er, ich weiß nicht, er sagt nicht viel. Nö, ja, ich bin mal bei meinem eigenen Video schneiden und so weiter. Und so fort. Emeralds und sehr viel Gunpowder, das ist gut. Mit den Emeralds können wir direkt im Dorf handeln, Leute. Das funktioniert immer sehr gut. Ich habe das Gefühl, das sind immer die gleichen Truhen, weil auf dem PC sind das genau die gleichen Truhen. Lol. Ach, egal. Ja. Nein, so. Oh, das ist so nervig, man muss so oft tippen, ey. Ja, eigentlich nicht. Ja, um sich die ganzen Sachen aus der Kiste rauszunehmen. Zweite Truhe, voll der Kack nur drinne. Eine Eisenpferderüstung. Ein paar Knochen. Ja, ein paar Knochen, ein bisschen Sand schon wieder. Ich nehme aber immer alles mit, was ich kriegen kann. Weil, übrigens, Sealot wird, was laber ich denn da? Cube wird am besten über 100 Folgen gehen. Ja, Entschuldigung. Ein Goldapfel, okay. Atmung, okay. Ein verzaubertes Buch, wofür ich genau Atmung brauche, das weiß ich nicht, aber werde ich schon irgendwie hinkriegen. Ein Sattel, ein paar Knochen,
Und die letzte Truhe. Leute, dort ist nur Rotten Flash drin. Ja, sorry, dass es so ein bisschen dauert, aber... Erste Folge, wir haben unser ganzes Inventar ist schon voll. Geht natürlich das sehr ist gut immer los. scheiße. Ja. Und wie kommst du da jetzt hoch? Ich würde sagen, ich nehme einfach die Kisten mit und dann baue ich mich einfach wieder hoch. Aber die Kisten, die kann man echt mitnehmen. Das sind eigentlich Holz gespart, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, gut, stimmt schon. Sorry Leute, falls ihr hier gerade fast nichts seht, ich gehe gleich wieder raus. Ein bisschen TNT. Kann auch nicht schaden. So. Nein, nicht platzieren, sondern abbauen. Ja, Leute, ich gehe ja schon gleich raus hier. Mal das hier mitnehmen, so. Dort haben wir uns hochgebaut, Leute. Ein bisschen Sandstein nehmen, um mich hochzubauen. So. Da sind wir auch wieder am Tageslicht. Und wir müssen uns noch weiter hochbauen. Weil das hier nämlich alles komplett verschüttet ist, ey. Habe ich noch Blöcke? Ja, ich habe unten noch ein bisschen Sand gefunden. Das passt natürlich perfekt. Denn dann können wir direkt wieder ins Dorf reingehen. Ich denke mal, ich werde da auch so beim Dorf so ungefähr bauen. Also mein Haus bauen. Das wird auf jeden Fall sehr cool. Und ich will auf jeden Fall ein schönes Haus haben in diesem Projekt. Nicht so ein langweiliges, sondern ein schönes. Haben wir dann hier Bäume? Ja, haben wir. Gut. Das heißt, wir können leicht mit der Axt, die wir gekriegt haben aus der Bonustruhe, Holz farmen. Ja. Wir hatten gerade Minecraft Dream Squad gestartet. Das ging 2 Folgen. Und ja, wir werden es halt nur zur Info, wir werden es halt nicht mehr aufnehmen, beziehungsweise nicht mehr aufnehmen können. Weil die Ja. Internet, also nicht Internet, aber weil irgendwie klappt es nicht und ja. Ja, die Verbindung ist einfach richtig doof. Aber vielleicht werde ich daraus noch ein Singleplayer-Projekt machen. Also das könnte was werden. Weil ich meine, das kann man ja einfach zum Singleplayer-Projekt machen. Ja, ich hatte eh einen langweiligen Minecraft Zeug. Village nenne ich das denn und dann. Übrigens, Minecraft Village wird rauskommen. Und heute werde ich noch eine Folge produzieren. Minecraft. Hier, wie heißt es nochmal? Minecraft, Minecraft, ach Mann. Village, hä, was? Was meinst du? Das andere. Ach egal, auf jeden Fall eine andere Ja. Minecraft-Folge. Im Kreativmodus, wo ich dann aber richtig geile Sachen baue und die euch immer präsentiere. Und. Ja, Ja, da bin Leute. ich auch noch dabei. Bei Minecraft Village. Das ist mein Projekt, wie ich das denn nennen werde. Nein, nein, Village ist meins. Ich bin dumm. Oh Mann, ey, so viele Projekte haben wir schon gestartet. Ja. Und die sind alle sind nicht über 5 Folgen gegangen, weil nämlich immer was dazwischen ging. Dafür wollte ich mich nochmal extrem entschuldigen, Ja, ich Leute. auch. Sorry nochmal. Das war echt, ey, also das ist echt extrem, was da gerade passiert. Beziehungsweise passiert ist. Ja. Und ja, wir entschuldigen uns echt im Namen der Gesellschaft, keine Ahnung. Ja. Alter, was ist hier für eine fette Höhle, ey. Wenn das Video überhaupt mal jemand guckt. Nein, Spaß. Ich habe 26 Abonnenten. Immerhin. Das ist richtig viel. So viel hatte ich vor ein paar Wochen noch, ey. Jetzt habe ich 47. Ja, Oder so, 48 so. Zack, zack. Ich fahre ein kleines bisschen. So. Weil es jetzt gleich auch schon wieder Nacht wird, Leute. Mein Video ist verarbeitet. Alter, ich nehme schon wieder 10 Minuten auf, ey. Das geht so schnell. So, zu YouTube bewertet. So. Auf YouTube teilen. So, ich habe noch nichts eigentlich. Nur ein bisschen TNT, um die Häuser hier zu sprengen. Was?
Lol, das TNT. Ja, ich habe TNT auch aus dem Dungeon. So, ich würde mal sagen, ich niedere mich so in der Kirche ein. Das ist nämlich mit das schönste Haus hier. In den ganzen Dorf. Ein Intro und ein Outro ist übrigens jetzt auch dabei. An meinem YouTube-Kanal. Ich kann eigentlich morgen Rotten Flash essen, solange ich Rex hab. Intro und Outro habe ich mir selber erstellt. Also sorry, falls es noch nicht das Beste beides ist, aber wenigstens etwas. Ich lade gerade ein Video hoch, Leute. Nee, ich kann mir. Kann ich mir Kohle machen? Dafür müsste ich die Kirche hier abbauen. Ich baue nicht die Kirche ab, aber ich mache mir hier so eine Art kleinen Gang. Zack. Zack. Das TNT in der Hand. Ich glaube, ich sollte das nicht platzieren und dann kommt, dann steht da ein Redstone-Block neben oder sowas. Also ja, ich habe ja gar keinen Platz im Inventar, fällt mir gerade mal so auf. Zack, 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 zack. So. Ich muss mir eine Crafting Bench craften und es geht nicht, weil ich keinen Platz im Inventar habe. Alter, hier ist wieder Villager Party. Ah! Geh weg, du scheiß Villager! Oh Mann, ey, diese Villager! Warum habe ich mir eigentlich gerade diese Crafting Bench gebaut? Ich habe doch 5 Kisten in Inventar. Lol, ich werde das. Skylife LP hat ein neues Intro. Ey, cool, übrigens, Skylife LP ist auch ein geiler Freund von mir. Der unsere Intros gemacht hat. So, hier kommen so ein paar Kisten hin. In diesem Projekt werde ich es auch direkt so machen, wie ich es eigentlich fast immer mache. Ich sortiere meine Kisten. Inventar ist wieder voll. Aber nicht jetzt so. Okay, so direkt jetzt nicht, aber eine Druckplatte brauche ich nicht. So. Aber ja, erstmal werde ich alles in die Kisten einfach nur reinstopfen. Das werde ich wahrscheinlich nach dieser Folge einfach nur machen. Das heißt, oh, ich habe ja noch meine leere Karte. So, so, so. So, 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 so. So, Leute, dann würde ich auch so ganz langsam mal sagen. Das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Draußen sind keine Monster. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute!